Herzlich willkommen zur 1000 PS MotoCon und herzlich willkommen in Barcelona. Wir sind heute hier im Showroom von Bier. Bei mir ist der Thorsten Stefan und wir schauen uns heute die Neuheiten an von Are, Bell und RST. Bleibt dran. Ja, ein wunderschöner Showroom, in den du uns heute eingeladen hast, Thorsten. Muss ich leider dazu sagen, ist leider nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, ist eher für Händler und eben Partner von Bier, aber deshalb sind wir heute da, um euch ein bisschen herumzuführen und uns eben die Neuheiten anzuschauen. Einmal, Thorsten, danke, dass du dir Zeit genommen hast und extra auch hier nach Barcelona zu uns geflogen bist. Ja, danke, dass ihr hier seid. Ich meine, passt ja gerade ganz gut, wo ihr sowieso gerade in Spanien unterwegs seid. Und da hat sich ja die Gelegenheit quasi aufgedrängt. Und ja, super, dass es gepasst hat. Und ich glaube, wir haben einiges zu zeigen an Neuigkeiten. Das stimmt. Ich würde sagen, wir legen gleich los, gehen gleich in Medias Res. Wir beginnen hier mal bei Bell. Das ist die erste Station hier im Showroom und vor uns steht schon der neue SRT Modular. Thorsten, was kannst du mir dazu sagen? Also den SRT Modular gibt es ja schon eine ganze Weile, aber dieses Design ist halt neu. Das ist der Hard Luck. Das ist eine Design-Edition von Corey Hart Designed. Und was halt fantastisch ist an dem Helm, das ist ein Klapphelm, der nicht aussieht wie ein Klapphelm. Er sieht eigentlich aus wie ein normaler Sporthelm, aber es lässt sich eben das Kindteil hochklappen und er hat ein integriertes Sonnenvisier, kommt eigentlich mit allem ausgestattet, was man eigentlich für einen Tourenhelm auch erwartet. Es sind halt Taschen da, um halt ein Intercom einzubauen und so weiter und so fort. Also richtig komplettes Teil. Aber es sieht halt wirklich mega gut aus. Es ist halt nicht so wuchtig und nicht so schwer. Die Mechanik funktioniert super. Also ich glaube, das ist ein richtiger Top-Helm. Ja, ich kann euch das ja mal zeigen, wie das funktioniert mit der Hochklapperei. Klack, schon ist er auf. So sieht er halt aus, wenn er hochgeklappt ist. Man sieht schon sehr massive Mechanik und nicht, dass ich es wieder zumache. Bastelt sauber ein, alles richtig klasse gemacht. Gut, Thorsten, komm wieder bitte zu mir rüber, damit unser Kameramann uns auch schön im Bild hat, uns zwei hübschen. Ja, also SRT Modular, bekannter Helm, neues Design, aber es gibt ja auch bei Bell in der Motocross-Richtung was ganz Neues und das ist der Bell Moto 10, ganz genau. Und zwar heißt der ganz genau Moto 10 Spherical, ganz neue Entwicklung von Bell, von den Top-Fahrern schon getestet und die sind alle mega begeistert. Die Belüftung ist außerordentlich gut, so effektiv wie sonst bei kaum einem anderen Helm. Also Thorsten, aber du hast es gesagt, die Belüftung, die ist speziell und ich glaube, da müssen wir uns ja die Seite da anschauen. Ja, im Prinzip ist hier oben aufgesetzt eine zweite Schale und in dieser Schale ist integriert ein richtig effektives Absaugsystem von der Luft. Das heißt, wenn die Crossfahrer voll in Action sind, das sind ja Hochleistungssportler, dann wird die Luft hier wirklich vorne eingelassen und hinten abgesaugt. Es gibt kaum einen Helm, der ein effektiveres Schweißmanagement hat, wie dieser neue Moto 10 von Bell. Und vorhin, bevor die Kamera gelaufen ist, hast du mir noch erzählt, da unten ein Feature, und zwar zum Schutz vom Schlüsselbein. Das habe ich so noch nicht gehört. Ich bin jetzt nicht der Motocrosser. Ich kenne das Problem des gebrochenen Schlüsselbeins, zum Glück. Ich klopfe auf Holz. Aber erklären wir das mal. Tatsächlich ist es so, dass halt wirklich bei Stürzen sehr oft das Schlüsselbein in Gefahr ist, wenn der Helm eben dann mit der harten Kante auf das Schlüsselbein trifft. Das hat Bell auch gewusst und die haben jetzt hier halt einen elastischen Bereich eingearbeitet, der das genau verhindern soll. Das ist, glaube ich, einzigartig bisher im Motocross-Bereich. Ein ganz, ganz großer Anteil mit zum kompletten Sicherheitssystem, zusätzlich halt zu dem Flex-System, was innen eingebaut ist, mit den verschiedenen Schalen, unterschiedlichen Stärken und natürlich auch dem Konzept, dass eine Torsionsbewegung auch entkoppelt wird. Also eben wirklich für die Sicherheit ist alles getan, für die Belüftung ist alles getan. Es gibt ein riesiges Sichtfeld, wo halt wirklich alle Brillen wirklich saugend reinpassen und ein echter Wettbewerbshelm. Natürlich in Vollcarbon. Es gibt ihn in einigen Farben, sind im Augenblick halt meistens doch eher dunkel gehalten und das hier ist tatsächlich die Ausnahme in bunt. Die meisten sind eben in Vollcarbon, in matt, in schwarz oder in dunklen Farben.
Also ich meine, ich muss sagen, diese Verarbeitung schaut schon mal sehr schön aus und Sichtcarbon ist immer schön, da sieht man das Rennsport dahinter, da ist wirklich Leistung dahinter. Also der neue Bell Moto 10 im Motocross-Bereich, eine Neuheit von Bell. Aber da drüben hängt ein Helm, den kenne ich schon, den hatte ich eine Saison auf und das ist der Bell Bruiser. Ja, der Bruiser ist was ganz Besonderes und ich hole den einfach mal her, würde ich sagen. Ja, der Bruiser sieht schon mal äußerlich ganz anders aus als andere Helme. Und er ist auch was Besonderes. Er ist nämlich ein vollwertiger Jethelm, ECE geprüft, aber er ist auch ein Vollvisierhelm mit eingebautem Kindteil, ebenfalls ECE geprüft. Das Kindteil lässt sich entfernen, das Visier lässt sich komplett in die Helmschale hinein bewegen und dann hat man wirklich einen ganz, ganz offenen Jethelm. Was wichtig noch zu erwähnen ist, der Helm kommt grundsätzlich immer mit zwei Visieren. Nämlich einmal mit einem klaren Visier, das ist ja Pflicht, und mit einem getönten Visier mit dem Karton drin. Wir haben jetzt schon davor viel drüber geredet, weil ich bin ja letzte Saison sehr viel gefahren. Also alles, was das Thema urban war, städtisch war, ein bisschen retro, cool, hatte ich meinen Bell Bruiser, aber in einem anderen Design, diesem Stormtrooper-Design. Testbericht dazu findest du im Übrigen auf 1000 PS auf der Webseite. Was ich schon sagen muss, ein sehr schöner Helm, aber jetzt darf man da natürlich nicht den großartigen Tourenhelm erwarten. Er ist schon ein bisschen lauter, ist schon besser durchlüftet, also Autobahntempo wird dann schon ein bisschen anstrengend. Aber ich denke, das ist einfach ein cooler Helm von Bell, den mit einem spitze Design und eben mit dem abnehmbaren Kindteil. Kannst du es mal gach machen, Thorsten, dass wir sehen? Eben wirklich was Besonderes ist und auch ein echter Eyecatcher ist, weil unter den Videos haben mich immer wieder Leute gefragt, was ist das für ein Helm? Der ist es, Bell Bruiser. Wisst ihr, das ist natürlich der Vogel-Effekt. Ja. Jetzt aber. So, und da ist es schon ab, das Visier, und eben dann ein vollwertiger Jethelm, eben auch hier wieder mit dem Sonnenvisier, aber ich muss sagen, wenn man so ein cooles Kindteil hat, das einfach drauf behalten. So, Thorsten, nächster Helm. Ich will schlau wirken und wissen, welcher ist. Ah, unten steht es, der Qualifier. Das ist der neue Qualifier. Ja, ganz genau. Beim Qualifier hat Bell mal richtig Gas gegeben, hat eine ganz neue Designlinie herausgebracht. Es gibt von diesem Helm hier mehrere Farbvarianten, alle mit diesem Blockdesign, mit dem Bell-Logo groß auf der Seite, kommt ganz anders daher, viel dynamischer, viel sportlicher. Und es ist ein super, super, super Helm für jeden Tag, um halt damit zur Arbeit zu fahren und Touren zu machen, sehr vielseitig. Mit einem sehr, sehr guten Tragekomfort und wirklich zu einem sehr, sehr, sehr günstigen Preis. Okay, also Preis seht ihr jetzt wieder eingeblendet. Also da sagst du, Thorsten, das ist so der klassische Allrounder, den man eben für alles verwenden kann, vielleicht auch für einen gelegentlichen Trackday sehe ich das auch sehr gut. Und vor allem das Design, du hast mir einen Katalog gezeigt, da gibt es sowas Blaues, das würde dem Fauli total gut gefallen. Ja, also Qualifier, neue Designs, gibt es sonst noch was, was du dazu sagen willst? Ja, es gibt vom Qualifier noch ein sehr, sehr außergewöhnliches Design, nämlich von Corey Hart designt, also der Hard Luck, den hole ich euch auch mal schnell. Also das ist ja schon was ganz Besonderes, sieht man ja in diesen matten Tönen gehalten, wirklich richtig schön gemacht. Und ich habe schon viele, viele, viele Anfragen bekommen von Leuten, die gesagt haben, wow, also das haben sie jetzt von Bell so noch nicht gesehen. Und da gibt es mit Sicherheit einige, die den in dieser Saison einfach mal sich zulegen werden und den fahren wollen. Wirklich außergewöhnlich schön gemacht. Ich meine, weißt du, wer da die Kunden sind? Weil ich sehe da einerseits so fast schon Marsoberfläche von der Farbe, dann wieder hier die Federn, das ist irgendwie fast schon so an Indianerstämme. Was sind das für Leute, glaubst du, die das kaufen? Komischerweise, ich habe Anfragen von allen möglichen Leuten bekommen. Ich glaube, es gibt einfach Leute, die sagen, das ist mal was Cooles, mal was anderes. Die fahren halt drauf ab. Ne? Also ist halt Geschmackssache. Ja, absolut. Könnt ihr auch drunter schreiben, was ihr zu dem neuen Design von Corey Hart sagt. Aber Thorsten, das war jetzt einmal Bell und ich würde sagen, der Showroom ist groß. Einen müssen wir noch nehmen. Also wir müssen auf jeden Fall den Raystar Tantrum noch zeigen. Das ist auch ein neues Design. Und der Raystar ist ein super Top-Helm für die Rennstrecke. Den stelle ich ganz bewusst mal so daneben. Da sieht man nämlich auch schon den Unterschied von einem richtig reinrassigen Rennhelm zu einem, den man doch irgendwie alltäglicher anwenden könnte. Das hier ist halt wirklich das Top-Modell im Rennbereich. Super leicht. Jede einzelne Helmgröße hat ihre eigene Helmschale. Das sorgt dafür, dass einfach der Helm an sich immer nur so groß ist, wie er sein müsste, damit er passt.
Er ist Vollcarbon. Er hat halt diese typische, ja, rennaggressive Form, dass man eben, wenn man da vorne gebeugt sitzt, den Nacken nicht überstrecken muss. Super Spoiler hinten dran. Und hier kommt er halt eben in der Tantrum-Variante mit einer neuen Farbversion, halt mit diesem Weiß abgesetzt. Als DLX kommt er grundsätzlich immer mit einer eigenen Helmtasche und ein getöntes Visier ist auch dabei. Und ich lese da hinten schon Flex, also der hat auch einige Technologien drin, da hat ja Bell Flex und MIPS-System, kannst du die nochmal kurz erklären? Genau, also das Flex-System besteht aus unterschiedlichen Innenschalen, die eine unterschiedliche Dichte haben, sodass halt bei jeder Aufprallgeschwindigkeit eine dieser Innenschalen die Schutzaufgabe übernimmt. Gleichzeitig ist das System von der Helmschale entkoppelt, das ist wie beim MIPS-System auch, sodass halt bei einem Aufprall, wenn so Torsionskräfte aufkommen, dass halt nicht der Kopf diese Bewegung aufnimmt, sondern dass die Helmschale sich halt bewegt und das Innenfutter nimmt diese Bewegung einfach ab, sodass es halt zu einem geringeren Risiko von Hirnverletzungen kommen kann. Das habt ihr da drüben eh schön aufgebaut, das werden wir euch natürlich jetzt auch zeigen. Also da haben wir auch ein neues Design, Thorsten. Bevor ich jetzt wieder was zu früh sage. Bell, gibt es noch was? Ich glaube, bei Bell sind wir soweit klar. Eins will ich noch erwähnen, das wunderbare selbsttönende Protein-Visier. Das passt eben auch hier auf den Bell Raystar und auf den Bell Star und auf den SRT. Also das muss man einfach ausprobiert haben, zumal es halt zum Preis von 79,90 Euro auch wirklich richtig günstig ist. Und ich fahre es selber auch. Ich finde es mega gut, also richtig klasse. Der Farbwechsel geht sehr, sehr schnell, je nachdem, wie die Sonneneinstrahlung ist. Auch dieses berühmte Thema Tunnelfahren, kein Problem, funktioniert super. Das muss, glaube ich, mal zu uns in die Redaktion schicken, dass wir mal probieren können. Das wird gemacht, auf jeden Fall, versprochen, kriegt ihr demnächst. Ihr habt es da gerade gehört. Aber Thorsten, danke für deine Einführung mal bei Bell. Und ich würde sagen, ein Raum weiter ist gleich die nächste Helmmarke, die ihr habt, Arai. Schauen wir da gleich weiter. Auf jeden Fall. Damit haben wir zwei der ältesten Helmmarken, die es überhaupt gibt, hier in einem Showroom versammelt. Und bei Arai gibt es auch jede Menge Neuigkeiten. Die sind echt sehenswert. Gehen wir rüber. Schauen wir rüber. Nur ein paar Schritte weiter, noch immer in Barcelona, aber es fühlt sich sehr japanisch an. Wir sind jetzt bei Arai angekommen, absoluter Traditionshersteller, wo Sicherheit ganz, ganz oben am Plan steht. Wir haben hier vor uns, Thorsten, den Quantic. Das ist ein bekannter Helm, den hat der Poki auch schon lange Zeit im Einsatz gehabt, hat dazu auch einen Bericht geschrieben, den ihr auch auf der Webseite findet. Aber das ist jetzt hier ein neues Design, Thorsten, oder? Also den Arai, den gibt es seit einem Jahr und der hat übrigens auch schon die neue EC2206-Norm, vielleicht noch interessant zu erwähnen. Es gibt tatsächlich jetzt in der neuen Saison zwei neue Designs. Das ist einmal Ray Black, und man glaubt es nicht, es gibt ihn auch als Ray White. Und der Quantic ist ein sehr sportlicher Tourensporthelm mit dem wunderbaren Spoiler hinten dran. Der sorgt dafür, dass die Belüftung wirklich super gut funktioniert. Die lässt sich halt perfekt einstellen mit diesem aufgesetzten 3D-Logo. Da lässt sich sehr, sehr einfach der Luftzug einstellen. Vorne natürlich am Kinn. Belüftung und hier oben diese zwei kleinen, der Formel 1 entlehnten Belüftungsaufsätze. Also Belüftung und Komfort spielt bei dem Helm definitiv eine ganz, ganz große Rolle. Es geht einfach darum, dass man den Helm möglichst gerne, möglichst lange auch aufsetzen kann auf langen Touren. Und ich muss schon sagen, ich finde das mit diesem 3D-Logo schon echt cool, das ist was Besonderes, das hat man nicht überall. Wo ich auch spannend fand, ich war damals bei der Online-Präsentation dabei, eben letztes Jahr, das war eben dann auch alles wieder über Zoom, man hat keine Menschen sehen können. Wo ich auch spannend fand, dass erwähnt wurde, dass im Fall des Sturzes natürlich zur Sicherheit darf es dann nicht da sein, weil das ist dann natürlich ein Widerstand, wo der Helm hängen bleibt und das will man nicht, man will ja mit dem Helm über den Boden gleiten. Also man will es nicht, aber wenn man in die Situation kommt, will der Helm ja gleiten und dass das dann einfach sozusagen wegfällt, wenn es sein muss. Alles springt ab. Alles, was hier aufgesetzt ist, wird im Fall eines Sturzes einfach wegspringen. Natürlich soll sich der Helm nicht irgendwo verhaken. Das würde ziemlich fatal ausgehen. Im Prinzip ist das wieder so ein weiteres Element, wo man sieht, Arai setzt alles dran, die sichersten Helme der Welt zu bauen. Und das ist natürlich so ein Detail, wo man es mal wieder dran merkt.
Na und eben, weil wir schon die Sicherheit ansprechen, die neue Helmnorm ECE 2206. Ab 2024 müssen alle Helme diese Norm erfüllen, aber ARE hat eben jetzt schon zwei Helme, den Quantic und den neuen RX 7V Evo, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So ist es, ganz genau. Den zeige ich euch gerne mal. So, das ist eben der neue RX 7V Evo. Eben der Unterschied zum RX 7V ist eben die neue Helmnorm ECE 2206. Und sonst haben sich auch noch, glaube ich, Kleinigkeiten geändert, oder? Ja, die Belüftung ist nochmal etwas überarbeitet worden. Die funktioniert jetzt noch besser als beim vorherigen RX 7V. Um 11% haben sie ganz genau berechnet. Und was halt entscheidend ist, der Helm hat sich, wie man auf den ersten Blick erkennt, kaum geändert. Warum? Weil ARE schon von jeher einen so einen wahnsinnig sicheren Helm konstruiert hat, dass der mit Leichtigkeit diese 2206 Prüfnorm erfüllt hat. Es liegt natürlich zum einen an dieser sehr runden Helmform, der dieses Abgleiten halt erzeugt im Falle eines Unfalls. Und dadurch werden eben die Kräfte sehr weit verteilt und nicht punktuell durch diese harte Helmschale. Und im Prinzip ist es halt ein Klassiker und er ist halt weiterentwickelt worden und ist immer noch modern, wie man sieht. Schafft locker die modernste, aktuellste Helmprüfnorm. Und bei ARE ist man sowieso sehr streng, was die Helmprüfaktionen angeht. Also wie man einen Helm prüft, da wird ja dann mehrfach, glaube ich, auf eine Stelle geprüft. Genau. Ein Einschlag, was kannst du uns noch kurz erklären? Weil ich glaube, da ist ARE schon sehr speziell in dem Punkt. ARE hat eigene Prüfnormen entwickelt, weil die halt das Unfallgeschehen genau beobachtet haben. Die haben erkannt, es ist nicht nur der Erstaufprall. Danach gibt es weitere Aufprallsituationen. Man hat Unfallhelme sich zuschicken lassen und die analysiert, wo halt genau die größten Kräfte aufgetreten sind, wie beschädigt die gewesen sind. Und natürlich hat man auch ein eigenes Prüflabor, wo man eben genau testet nach ARE-Norm, dass die Stellen, von denen Sie wissen, dass sie kritisch sind, wirklich so aufgebaut sind, dass da gar nichts passieren kann. Mhm. Deshalb wird man eben auch bei einem ARE-Helm kein integriertes Sonnenvisier finden. Das würde nämlich die Helmschale genau hier vorne in diesem Bereich schwächen. Und das möchte man halt nicht. Und dann muss man eben mit einem getönten Visier arbeiten. Und das hat der kleine Kompromiss, aber Sicherheit geht halt vor bei ARE. Ich meine, viele werden das vielleicht stören dann an einem ARE-Helm, dass man eben nicht die Sonnenvisier hat, das Ausklappbare, aber das ist eben dieser japanische Ansatz, den man hat. Apropos Japan, ich freue mich auf den Helm. Ich habe jetzt auch letzten Freitag einen bekommen, aber da drüben im Tatsuki Suzuki Design, hinten mit dem Koi drauf, schaut richtig gut aus, freue mich schon drauf. Aber das war jetzt mal der Rennsport bei ARE. Jetzt haben wir noch was sehr Klassisches, Retro, bisschen urbanen Stil. Da gibt es, glaube ich, auch neues Design und da lacht mich eins ganz besonders an. Der Concept X, der ist vor 2 Jahren auf den Markt gekommen, war eigentlich ganz klar Richtung Retro orientiert und aufgebaut und auch positioniert. Aber wir haben gemerkt, dass wenn man frechere Designs nimmt oder andere Designs nimmt, dass viel, viel, viel mehr Fahrer den Helm wirklich interessant und spannend finden. Und zwei von diesen wunderschönen neuen Designs zeige ich euch gerne. So, jetzt steht da der neue Concept X im neuen Design. Der Carlos hinter der Kamera hat ja auch ein Modell, ist da mit ihm auf seiner Triumph Street Scramble jetzt unterwegs. Also alles, die so urban, ein bisschen schicker, ein bisschen frech unterwegs sein wollen, können dazu greifen. Hier im neuen Design, da kriege ich aber schwere Honda-Vibes. Das ist schon von der Lackierung, finde ich, sehr Honda, blau, weiß, rot. Aber ich nehme an, man will ja auch andere ansprechen damit, oder? Also die sind da gar nicht sehr festgelegt, obwohl ARE tatsächlich traditionsgemäß eine sehr, sehr nahe Verbindung zu Honda hat. Aber dieser Helm gefällt halt wirklich sehr, sehr vielen Motorradfahrern. Wir sehen das halt, dass der wird nicht nur auf Naked Bikes oder auf Retro Bikes gefahren. Wir haben ihn schon auf Rennstrecken gesehen, eigentlich überall. Und das macht es halt aus. Man sieht halt durch das neue Design, das ist hier Baker White, er wirkt halt tatsächlich ganz anders, als wenn der jetzt einfarbig daherkommt. Mhm. Man sieht halt diese etwas aggressivere Kinnpartie mit diesen Lüftungsöffnungen, dann die fehlenden Seitenplatten an den Visieren eben etwas rougher gemacht. Mhm. Das spricht viele Leute an und ich kann es gut verstehen. Ich finde ihn auch mega schön. Ich kann ja mal den Baker Green zeigen als Alternative dazu, auch neu im Programm.
Jawohl, nein, ich muss auch sagen, wirklich, dieses Helmdesign ist so von der Helmform, das ist halt, spricht eindeutig die Klassik-Schiene an, die Retro-Schiene. Aber bin ich ein bisschen überrascht, dass du das sagst, damit Leute, fahren die Leute sogar mit auf die Rennstrecke, weil dort hätte ich den Helm jetzt gar nicht gesehen, da hätte ich jetzt zu was anderes gegriffen bei Arai. Aber wenn du meinst, es geht, dann glaube ich dir das mal. Ja, es ist halt tatsächlich so, dass die Helmschale an sich ja schon mehr oder weniger identisch ist. Also ist immer noch ein super sicherer Helm. Er hat halt eine andere Kinnpartie, kommt halt ein bisschen aggressiver daher. Aber er trägt sich so angenehm und so komfortabel und hat so ein großes Sichtfeld wie jeder Arai. Mhm. Übrigens sind die Visiere ja auch identisch, also zum RX 7V. Okay. Warum nicht? Ja, also wenn die Leute halt auch cool und stylisch auf der Rennstrecke unterwegs sein wollen, ja, gerne. Also mit dem geht's auf jeden Fall. Ja. Und das ist jetzt eben die Lackierung Baker Green. Baker Green, unschwer zu erkennen. Genau. Ja, hat eben so ein bisschen was von British Racing Green, finde ich auch. Gefällt mir immer sehr gut. Ja. Preise dazu findet ihr natürlich wieder hier eingeblendet im Video. Also Concept X, Retro-Schiene, aber trotzdem sehr sportlich bei Arai. Machen wir weiter, würde ich sagen mal, Thorsten, was willst du uns jetzt zeigen? Ich glaube, zwei Helme haben wir noch am Programm. Ich gehe mal spazieren und sammle mal ein. Er geht spazieren und sammelt ein, da bin ich gespannt. Thorsten, du hast einen Helm mit, aber ich glaube, den kann man nicht mehr tragen, oder? Also ich würde es nicht tun, obwohl es ein Arai ist. Also er würde, also hier würde er noch super schützen, würde ich sagen, aber hier sieht es halt ein bisschen mau aus. Nee, ist klar, was man hier halt einfach mal sehen kann, wie so ein Arai-Helm aufgebaut ist. Ich habe das schon tausendmal angesprochen, aber wenn man das so live einmal sieht, dann kommt das halt ganz anders. Also man sieht, wie viel Innenpolster da verbaut ist. Guckt euch mal Querschnitte von anderen Helmherstellern an, da werdet ihr den Unterschied sofort erkennen, wie stabil das alles ist und wie massiv. Es hat natürlich auch Auswirkungen auf das Helmgewicht. Ne? Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, mein Helm muss 1000 Gramm wegen. Also ich würde nicht mit einem 1000 Gramm Helm auf die Renne gehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also mir wäre sowas hier, was ein paar Gramm mehr wiegt, für viel mehr Sicherheit, das würde ich schon eher machen. Und was ich auch spannend finde, ist, das hast du mir vorhin beim anderen Schnittmodell erklärt, hier sieht man richtig die unterschiedlichen Compounds, also die unterschiedlichen Materialien, die da verbaut sind. Da hast du gemeint, da verbaut man eher festere und weichere, je nach Bereich. Genau, so ist es. Arai ist einer der wenigen Hersteller, die es schaffen, eben in diesen Helmkern unterschiedliche Dichten zu einer Gesamthelmschale zu verbinden. Und es gibt bestimmte Bereiche, in denen man halt einen härteren Schutz braucht und andere Bereiche, die eben mehr nachgeben sollten, um den Kopf besser zu schützen. Und hier sind tatsächlich 5 verschiedene Härtegrade in einer Helmschale verarbeitet. Ja, auch mal ein spannender Anblick, aber da drüben sehe ich jetzt... Ich gebe dir noch einen neuen Helm, den ihr noch nicht so gesehen habt, ganz sicher. Noch ein neuer Helm und ich habe schon schwere Befürchtungen, weil da drüben liegen einfach nur Helmschalen. Und der nächste Helm ist wieder eine Helmschale. Was ist das? Ja. Ist das ein RX 7? Das oder? Ist ein Rohling halt aus der Produktion. Und was man halt erkennen kann, das Ding ist brutal massiv. Also richtig, richtig, richtig stark. Du könntest dich draufstellen, wenn du willst. Er wird es aushalten. Ich glaube es ja, Thorsten, aber ich bin nicht so mutig. Hinter der Kamera steht ja der Carlos, der wiegt nochmal 20 Kilogramm weniger als ich circa. Ich glaube, das probieren wir, aber dafür müssen wir es umbauen. Wir sehen uns gleich wieder. Hier liegt die Helmschale, der Carlos ist noch hinter der Kamera. Carlos, bitte komm her. Willst du uns verraten, wie viel du wiegst? 70 Kilos. 70 Kilogramm wiegt der Carlos und er steigt jetzt auf die Helmschale. Brauchst du eine Hand? Sie ist ein bisschen schwitzig, weil ich so nervös für dich bin. Bist du denn? Es funktioniert, okay. Oh. Nein, okay. Gut, alles okay. 70 Kilo haben wir schon ausgehalten. Weiß nicht, Thorsten, wollen wir noch steigern? Willst du drauf gehen? Steige ich auch drauf. Ich weiß zum Glück nicht, wie viel ich wiege, weil ich mir das abgewöhnt habe, weil ich... Carlos, komm bitte her, stütz mich. Weil ich echt Angst davor habe, mein Gewicht zu wissen. Uiuiui. Es geht. Okay, gut. Thorsten, du hast nicht gelogen, aber Thorsten, komm bitte noch rein. Ich glaube, wir sind jetzt nämlich hier fertig bei Arai. Die Helmschale hat es ausgehalten. Mal danke dafür, für diese Experience. Gerne, gerne. Aber eine Marke haben wir jetzt hier noch, wie wir hier schon im Showroom sind, und das ist RST.
Lederbekleidung, Turnbekleidung und vor allem Stichwort Airbag. Also gehen wir rüber. Gehen wir rüber. Ja. Also. So, Thorsten, unsere letzte Station hier in eurem Bier-Showroom. Jetzt wird's britisch oder englisch besser gesagt. RST. Der Max war ja schon dort, hat sich den ganzen Betrieb angeschaut. Aber Thorsten, für die, die das Video noch nicht gesehen haben, solltet ihr auch anschauen, gib uns mal einen kurzen Überblick über RST. Ich glaube, die Marke ist noch nicht so bekannt bei allen. Ja, das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil die gibt es erst seit 2 Jahren hier bei uns auf dem Kontinent. Aber schon 30 Jahre lang sind die, oder über 30 Jahre, in England am Start, sind dort absoluter Marktführer. Und wir können froh sein, dass wir die jetzt auch hier in Europa haben. Denn da steckt ein Konzept dahinter. Die wollen sehr, sehr gute, sehr sichere Motorradbekleidung bezahlbar machen. Und ein paar Beispiele haben wir jetzt auf jeden Fall hier. Wir haben jetzt einen kleinen Einblick in die neue Kollektion. Der Fauli ist ja schon unterwegs mit unserer Adventure X-Jacke mit integriertem Airbag-System. Zum Glück hat es, glaube ich, noch nicht ausgelöst, oder? Ein Wunder, aber nein, noch nicht. Also, ja, so. Ihr müsst euch nur die Aufnahme von Fauli anschauen. Wir wundern uns jedes Mal, dass der Heil im Büro ankommt, aber da hat er es noch nicht getestet. Nein. Okay. Der entscheidende Vorteil von Airbag-System bei RST ist einfach der, die nutzen das bekannte System von In & Motion. Aber es ist komplett integriert in die entsprechende Bekleidung. Das heißt, beim Fahren musst du nicht großartig drüber nachdenken, ob ich jetzt eine Weste einknüpfe oder eine drüber ziehe oder sonst irgendwas. Sie ist einfach drin. Mhm. Und das Schöne ist, du merkst es beim Fahren einfach nicht. Mhm. Es sind gerade mal 700 Gramm Mehrgewicht im Vergleich zur Nicht-Airbag-Version. Und die Belüftung und die Wasserdichtigkeit und alle anderen Komfortfunktionen sind überhaupt nicht beeinträchtigt. Das kann ich mal zeigen, wo das alles untergebracht ist. Und wenn ich da zwischenfrei noch stellen kann, das Airbag-System, das funktioniert mit so einer Subscription, mit so einem Abonnement? Genau, das läuft über den Anbieter In & Motion. Da hat RST eigentlich nichts mit zu tun. Der entscheidende Unterschied ist einfach, es gibt eine Anmeldekarte oder eine Anmeldeanleitung beim Kauf der Ware mit dazu. Man registriert sich dann bei RST, da gibt es verschiedene Geschäftsmodelle, wie man das gerne machen möchte. Man kann monatlich bezahlen oder einmal jährlich. Und dann kriegt man sofort das Steuergerät zugeschickt, und zwar mit der aktuellen Firmware, frisch geladen, braucht das nur hinten einstecken und ist fertig und kann losfahren. So, ich zeige das mal. Hier sieht man halt, die Jacke kommt halt standardmäßig auch mit einer wärmenden Innenjacke. Die kann natürlich rausgenommen werden mit einem separaten Reißverschluss. Und darunter verbergen sich dann die Airbags. Wir haben innen hier auch ein Luftleitsystem. Wenn man also hier die Belüftungsöffnungen öffnet, dass die Luft trotzdem zirkulieren kann. Also sie wird nicht durch den Airbag behindert. Und das Steuergerät und die Gaskartusche sind hinten im Rückenprotektor untergebracht. Da werden die einfach eingeklickt. Sollte es zu einem Sturz kommen und der Airbag wird ausgelöst, kannst du hier bei diesem System die Gaskartusche selber austauschen. Du musst es also nicht einschicken zum Händler oder sonst irgendwie. Vorausgesetzt natürlich, der Airbag ist beim Sturz nicht beschädigt worden durch irgendwelche spitzen Gegenstände oder sonst irgendwas. Aber dann könnte man eigentlich die Airbag-Jacke auch weiter benutzen. Was neu ist in diesem Jahr, ist einfach, dass wir die Airbag-Jacke auch in einer neuen Farbe anbieten, nämlich in diesem wunderbaren Silbergrau-Schwarz. Das hänge ich mal hier so drüber. Natürlich gibt es passend dazu auch die Hose im gleichen Design. Die lässt sich dann halt auch mit einem Rundum-Reißverschluss verbinden mit der Jacke, sodass es halt wirklich eine perfekte Kombi ist. Die Jacken sind übrigens entwickelt worden in Zusammenarbeit mit Mick Extens, der Dakar gefahren ist. Und der hat seine ganze Erfahrung damit eingebracht. Das merkt man der Jacke auch an, in den vielen, vielen sinnvollen Details. Und ist wirklich ein Topmodell, super sicher, super robust, für alle Wetterverhältnisse geeignet. Ja, also auf jeden Fall schon zwei unterschiedliche Jacken, also Jacken in zwei Versionen. Carlos, bitte film das da unten noch. Ich finde das Design auch eigentlich recht cool. So ein bisschen Camouflage mit Dunkelblau ist auch mal was, was man nicht alltäglich sieht, würde ich sagen. Aber wenn man es dann ein bisschen schlichter haben will, Thorsten, ich würde sagen, wir gehen weiter. Ja. Da drüben zur nächsten Jacke, wo du ja sogar gesagt hast, du hast die schon bestellt, weil sie dir so gut gefällt. Ja, das ist die Ambush. Das ist eine ganz, ganz neue Kombi. Also die Ambush hat tatsächlich nicht nur bei mir den Haben-Wollen-Effekt ausgelöst.
Wir haben die schon präsentiert, jetzt im letzten Herbst. Und es gab viele Journalisten, die gesagt haben, also wenn ihr die lieferbar habt, ich hätte gerne eine. Also offensichtlich trifft die den Nerv. Sie hat halt sehr, sehr viele interessante Detaillösungen, wie halt da das Logo, was du mit so einem Klettverschluss aufgebracht hast, kann man halt seine eigenen Patches aufbringen. Sie hat natürlich eine integrierte Weste, sie ist wasserdicht, sie hat viele Belüftungsöffnungen. Also ein rundum Glücklichmach-Paket für Leute, die nicht ganz so bunt unterwegs sein wollen. Ich gehöre nämlich dazu. Ich mag es manchmal ganz gerne ein bisschen schlichter. Ich bin schon bunt genug, das Moped auch. Da kann die Klamotte schon ein bisschen dunkler sein. Sind natürlich trotzdem, um der Sicherheit Genüge zu tun, reflektierende Bereiche eingebaut. Also passende Hose gibt es dazu. Ist wirklich. Es gibt auch Stiefel passende und Handschuhe. Also ein komplettes Paket. Wie bei RSD eben auch ganz oft so üblich. Eben dann hier eher das Schlichtere, wie wir gerade gesehen haben und du schon gesagt hast, wenn wir dann weitergehen, dann wird es ein bisschen, eigentlich müssen wir sagen, unauffälliger, weil es ist ja Camouflage, man dürfte es ja gar nicht sehen, aber im Camouflage ist auch so ein bisschen im urbanen Stil gehalten und ich denke, das ist auch eher so eine Commuterjacke, also eher fürs tägliche Pendeln. Ja, die ist wahnsinnig praktisch, was man von außen gar nicht sieht, sie ist wasserdicht. Sie hat Kevlar, das heißt im Sturzfall wirklich gut geschützt und sie hat Protektoren, also ein Rundumpaket, dann dazu diese nette kleine Kapuze, also damit macht man auch abseits des Motorrads eine gute Figur. Für die Leute, die jetzt nicht so auf Camouflage stehen, es gibt sie auch in freundlichem Schwarz, also durchaus auch in anderen Farbvarianten. Und ja, ist auf jeden Fall was, was für viele Leute interessant ist, die nicht so gerne nach Motorradfahrer aussehen wollen. Ich merke es selber in der Stadt, da bin ich auch oft mit Motorradjeans unterwegs oder dann ähnlichen Konzepten, eben damit man ein bisschen locker aussieht, wenn man dann absteigt und weiß nicht, irgendwohin essen geht oder sowas, nicht immer die schwere Motorradjacke anhat. Was wir nicht erwähnt haben, Thorsten, ist, wie heißt die Jacke? Loud Out heißt die. Loud Out, okay. Gut, also wir haben gesehen, wir haben was für Touring, wir haben was für Touring eher schlicht, wir haben was für den urbanen Bereich, aber RST hat ja auch motorsportliche Sachen, also Lederkombis. Sind eigentlich die Gene von RST. Ne? Einer der Mitbegründer ist Johnny Towers, der ist selber Rennfahrer und das merkt man der Kollektion auch an. Es gibt wirklich für Rennfahrer ein komplettes Angebot in jeder Preisklasse, aber man kriegt auch richtig was fürs Geld. Also wenn ich jetzt hier mal das Topmodell nehme, das liegt bei ungefähr 1.400 Euro mit integriertem Airbag-System, mit Känguruleder, mit allem, was man in der Top-Liga auch erwartet. Richtig klasse. Aber es gibt natürlich auch die Einsteiger-Variante, diesmal ohne Airbag, aber da liegen wir bei einem Preis von unter 550 Euro. Okay. Da denkt man so, was, wie, 550 Euro, kann ja gar nicht sein. Doch, das ist die neue S1-Linie. Die ist preislich im Einsteigersegment angesiedelt, aber sie sieht alles andere als nach einer Einsteigerkombi aus. Es ist eigentlich wirklich eine komplette, richtig gut gemachte Lederkombi, aber eben zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Welches Material haben wir da mit der Kombi? Das ist auf jeden Fall Leder. Sehr, sehr kräftiges Leder, merkt man schon, wenn man es fühlt. Schon sehr robust alles gemacht. Aber es sind eben auch sehr wichtige, sinnvolle Details, wie zum Beispiel innen halt ein komplettes Meshfutter. Jeder, der Rennen fährt, weiß, wie sinnvoll das ist, wenn man da ein- und aussteigen möchte, dass man halt wirklich da keinen Stress hat mit dem Ausziehen oder Anziehen. Wir haben Knieprotektoren, wir haben überall flexible Bereiche eingebaut, also wirklich richtig perfekt. Ich drehe die mal rum. Da könnt ihr auch schon sehen, wir haben auch gleich verschiedene Farben, weiß, rot, blau, grün und eben orange. Also passend zur Motorradmarke könnt ihr euch eure Kombi kaufen oder einfach, wenn euch die Farbe nur so gefällt. Aber was sind wir noch hinten, Thorsten? Man sieht halt hier die großzügigen Bereiche mit dem eingebauten Flexmaterial für viel Bewegungsfreiheit. Hier an der Seite, in den Schultern, in den Ärmeln. Also man wird sich da vernünftig drauf bewegen können, braucht man ja auch auf der Rennstrecke. Also richtig gut gemacht, das Ding. Und das für den Kurs. Aber ich glaube, das war es soweit mit den Neuheiten. Ich will euch da noch kurz zeigen, wenn wir darüber schauen im Schaum. Ich weiß nicht, ob es zu hell ist, Carlos, mit dem Licht. Schaffen wir es? Eben die klassischen Kombis hier im Vintage-Style, beziehungsweise, Thorsten, sind die wirklich alt, oder, die Kombis?
Naja, das sind Kombis, die halt früher mal entwickelt worden sind. Man sieht ja, dass die gebraucht sind, ne? Also Knieschleifer ist schon ordentlich runtergeraspelt. Und ja, also ich glaube, so hat RST einfach angefangen. Sie haben angefangen, richtig gute Rennkombis zu machen und haben sich halt mit den Ansprüchen der Rennfahrer immer weiterentwickelt. Also pre-curved, dann der Einsatz von Aramid an bestimmten Stellen, jetzt mit Airbag. Also es geht halt immer weiter, jede Kombi wird halt sicherer. Und ich denke, das wird sich auf dem europäischen Markt auch auf jeden Fall durchsetzen. Ja. Aber ich würde sagen, Thorsten, wir sind hier eigentlich jetzt schon am Ende angekommen von unserem Rundgang durch diesen Bier-Showroom hier in Barcelona. Willst du noch was loswerden? Ja, ich könnte euch noch viel, viel mehr zeigen, aber dann müsstet ihr hier übernachten und noch ein paar Tage bleiben. Also der ganze Showroom ist voll mit Neuheiten und ich würde einfach sagen, unter mybier.com in einem Wort, findet ihr alle Neuigkeiten von RST. Ihr findet die Preise und ihr findet vor allem den nächsten RST-Händler. Das ist auch ganz wichtig. Okay. Na, da kann ich nichts mehr hinzufügen, außer natürlich, vergesst natürlich nicht auch auf unsere Motocon-Seite zu schauen, wo wir dann die ganzen Bilder und die Berichte von unserem Besuch veröffentlichen. Natürlich alles werbefrei und richtig schön für euch aufbereitet. Und dann kann ich nur mal sagen, vergesst nicht zu abonnieren, gebt dem Thorsten und mir einen Daumen hoch, aber vor allem Thorsten, der hat da richtig gebüffelt, um sich das alles zu merken. Schon. Also du hast mir die Liste geschrieben mit allem und ich habe mir gedacht, oh Gott, was erwartet mich da? Aber Thorsten, vielen Dank, hat mich echt gefreut. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Danke dir auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss und Ciao. Baba.